Das ist jetzt die Vergrößerung von einer Zelle. Das habt ihr schon mal gesehen. Eine Pflanzenzelle. Kennt ihr noch einige von den Sachen? Da der rote Punkt ist der Kern. Das ist genau, das ist der Zellkern. Das Grüne ist das Chloroplast. Super, Sarah, das Chloroplast. Und diese Chloroplasten, die gibt es eben nur in Pflanzen. Nur in Pflanzen, weil Menschen sind nämlich nicht grün. Genau. Die Dinger hier, das sind die Kraftwerke der Zelle. Fremdwort? Kennt ihr nicht mehr, ne? Das sind Mitochondrien. Da wird die Energie hergestellt. Wunderbar. Wir probieren es gerade mal aus. Ja. Es funktioniert, ne? Da wird 2 Sekunden angezeigt. Und es kommt ein Smiley, weil die Temperatur hier gerade auf 37 Grad. Könntest du bitte mal mit der Maus die Temperatur ein bisschen höher stellen? Ja. Genau, jetzt hast du 50 Grad. Dann wären wir schon tot, ne? Bei 50 Grad. Aber ich soll eigentlich gerade ausfahren, ja? Mal umdrehen und dieselbe Strecke nochmal zurückfahren. Dann müssen wir mal noch kurz gucken. Er fährt geradeaus, dreht. Aber nicht komplett. Aber warum dreht denn der so oft? Eigentlich fährt er ja Dreieck. Ah, okay, der fährt eigentlich schon Dreieck. Was ich mich jetzt frage immer noch, wie kriegt man die Kurve hin, dass der sich komplett diesen U-Turn macht, die müsste doch eigentlich auch gehen. Ah, was funktionieren könnte. Wir haben ja 2 Motoren, ne? Ja. Wenn wir den einen ganz ausmachen, also 0, ja, und den anderen mit 100%. Gabriel weiß schon 1. Jetzt weiß ich nicht, ob die bei euch immer gleich angeordnet sind. Du hast 1, prima. So, komm, der Gabriel darf dann auch mal probieren, nach dem Ahmed. So. Genau, ihr könnt ja bei euch dann gucken, wenn die gleich angeordnet sind. Gut. Hat noch jemand ein Paar gefunden? Maurice, komm nach vorne. So, da könnt ihr euch nochmal setzen. Danke. Wie sieht es denn mit dieser Persönlichkeit aus? Passt die zu unserem Thema? Bleibt mal bei ihm hier. Napoleon steht da. Warum? Begründung? Sogar in der Neuzeit. Also den Napoleon müsstet ihr an der Stelle wegmachen. Überprüft auch beim Einstellen der einzelnen Begriffe schon ein bisschen, ob es da reinpasst. Ein Mitschüler von euch hat euch eben auch schon einen Tipp gegeben, was auch in den Bereich der Französischen Revolution fällt. Wenn ihr nach vorne guckt an die Tafel. Welcher Begriff passt denn zur Französischen Revolution noch? Und die Guillotine. Da müsstet ihr auch nochmal drüber reden, ob die dahin gehört.